Wenn es jetzt bei dem Ergebnis bliebe, käme es auf jeden Fall zu einem Stechen zwischen John Lawrence und Tom Risinger. Denn die beiden hatten als Einzige einen Full Pull. Hier zu sehen ist Paul Wesch auf Wipeout. Und ich bin mal gespannt, ob auch er hier rechts rübergezogen wird an die Seitenauslinie. So, wir haben da eben gerade rechts im Bild diesen Mann gesehen. Es stehen immer zwei Posten auf der Strecke. Einer ganz vorne am Start, einer hinten am Ziel. Da sehen wir den anderen, 208 Fuß und 6 Inch. Aber die Fahrer achten nicht auf diese Männer. Sie sehen wirklich nur die Zeichen und treten dann aufs Gaspedal und versuchen, einen Full Pull zu schaffen. Natürlich lösen sie auch noch die Bremse, das ist klar. Wir sehen es in der Wiederholung, auch ihn zieht es rechts rüber, anfänglich nach links und jetzt nach rechts. Also er fährt hier regelrecht Slalom. Und irgendwas scheint da wirklich nicht ganz in Ordnung zu sein mit der Strecke. Green Line Fever, gefahren von Roland Barr. Der nächste Smoker am Start. Das ist ein richtiger Oldtimer. Ganz interessant auch die Profile der Reifen hier. Ganz unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer. Die einen eher flacher und die anderen eher etwas tiefer geschnittenere Profile. Aber das bringt ihm hier auch nichts. Und ich will es auch einmal schnell sagen, die Strecke ist 250 Fuß lang, das sind 87 Meter. Wir haben hier 226 Fuß gesehen und 7 Inch. Und man muss 40.000 Pfund ziehen, das sind 18.144 Kilogramm. Und der Smoker, der darf nur ein maximales Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen haben. Also wirklich gigantisch, was diese Traktoren vollbringen müssen hier. Army hat sich hier den Mann gegriffen, der eigentlich alle roten Traktoren fürchtete. Aber heute war der Tag, um es allen anderen zu zeigen. Herr Roland Barr meint, das stimmt. Ich hätte es noch ein wenig leichter haben können, aber das lag dann doch an den Bremsen. Und da sehen wir links den Veteran John Lawrence und rechts im Bild den Neuling Tom Risinger. Und John Lawrence, der hat ja heute schon einen Full Pull geschafft. Um hier das Ganze noch etwas spannender zu gestalten, wird noch mehr Gewicht aufgeladen auf den Bremsschlitten. Das heißt, wir sind mittlerweile bei 19 oder fast 20 Tonnen Gewicht. Und es ist ein Stechen zwischen Tom Risinger und John Lawrence. Die beiden hatten als Einzige den Full Pull. Und sie müssen jetzt untereinander ausmachen, wer letztendlich als Sieger nach Hause fahren darf. So, Veteran gegen Neuling. Jetzt kommt es drauf an. Und hier noch einmal schön zu sehen, diese Abgasgeschichte, die da eingerichtet wurde von den Offiziellen. Wie gesagt, diese Traktoren werden Smokers genannt, weil die ziemlich rauchen, fahren eigentlich nur draußen. Und damit das Ganze hier indoormäßig in der Halle stattfinden kann, hat man extra ein spezielles Abgassystem gebaut. Sozusagen einen gigantischen Staubsauger. Aber das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf die Traktoren aus. Verschlechtert das Fahrverhalten. Und jetzt bin ich gespannt. John Lawrence, der Veteran. Er legt eine Weite von 216 Fuß und einem Inch, das sind 75 Meter und 42 Zentimeter vor. Das ist nicht schlecht, denn wir haben ja eben gesehen, es wurde noch Gewicht zusätzlich aufgeladen. Zeitlupe, anscheinend hat man auch an der Strecke was verändert, denn auch ihn zieht es hier wieder rechts rüber. John, das war einer deiner besten Starts. Du hast dein Fahrzeug an der Startlinie rechts aufgestellt. Warum hast du das gemacht? Also bis jetzt ist jeder über die linke Seite gefahren, meint John Lawrence. Und er sagt, also du weißt ja, man soll immer wieder mal etwas Neues ausprobieren. Wenn du die gleiche Strecke nimmst wie die anderen, dann kommst du zum Stehen. Und wir haben ein Spiel versucht und haben die andere Seite ausgesucht.
Weiß nicht, ob es richtig war, aber wir werden es gleich sehen. Denn hier ist Tom Risinger im Dr. Dirt, der Mann aus Sullivan, Ohio. John Lawrence, der Veteran, natürlich auch gespannt, denn jetzt kommt es drauf an, das große Finale. Und hier sehen wir den Traktorbesitzer, Chefmechaniker und Crewchef John Fink. Also jetzt, dies der entscheidende Lauf. Kann er es schaffen? Wird er John Lawrence besiegen? Das wird knapp, Basti. Und er schafft fast. Nein, ein Full Pull wäre übertrieben, aber er ist auf jeden Fall um ein gutes Stück weiter. 222 Fuß und 10 Inches, das sind 79 Meter und 79 Zentimeter. Tom Risinger ist der Gewinner dieser Meisterschaft. Ganz klar hat er den Veteranen John Lawrence besiegen können. Und hier noch einmal die Onboard-Perspektive. Tom Risinger, der Newcomer, der Neuling. Er hat es geschafft, hier den Indy Super Pole zu gewinnen, den Indy Super Pole der Smokers. Am Ende mit 79 Meter und 79 Zentimeter. Und wir kommen noch einmal zu Army. Und Army sagt ihm, ein Sieg ist ein Sieg, aber ein Sieg im Indy Super Pole wird im Sport immer wichtiger. Ja, das kann man schon sagen. Also es sieht so aus, als würden John und ich bei jedem Wettkampf Runde für Runde gegeneinander antreten müssen. Aber ich bin verdammt glücklich, denn mein Truck lief wunderbar. Noch etwas überwältigt scheint hier Tom Risinger. Er hat den Indy Super Pole hier gewonnen. So also das Endergebnis 222 Fuß und 10 Inches für Dr. Dirt und 216 Fuß, 1 Inch für John Lawrence. 79-79, das ist die Endweite. Das begeisterte Publikum bedankt sich und wir bedanken uns, David. Wir bedanken uns ganz besonders bei dieser Einstellung. Was ganz Neues, was noch nie da gewesen ist. Die Radnabenkamera, der Traktor-Puller. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Zu guter Letzt geben wir noch mal richtig Gas. Wir zeigen die besten Bilder, die spektakulärsten Zeichen hier von den Traktor-Pullern. Da qualmt es und da schießt es aus dem Motor raus, aber ich bin sicher, wir haben heute wirklich eine tolle Leistung von den Fahrern und von den Trucks gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mann, der dieses Stück hier gespielt hat, der muss auch gequalmt haben, zumindest seine Fiedel, denn das ist eine Virtuose. Ganz ehrlich, liebe Traktor-Fans und liebe Monster-Truck-Fans, wir haben eine ganze Menge Spaß gehabt. Dies hier eigentlich so der krönende Abschluss, Fiedel-Liedel auf amerikanischer Art, aber das gehört einfach beim Traktor-Pulling dazu. Spaß, das ist einfach unser Metier. Und mit diesem Hummelflug auf amerikanisch verabschieden wir uns jetzt endgültig von dieser sensationellen Einstellung von der Radnabenkamera, der Traktor-Puller. Das waren Sebastian Held und David Kemp. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal bei den Monster Trucks. Keep on trucking! Die Super Bowl. Wir sind im State Fairgrounds Coliseum in Indianapolis. Indianapolis. Doppelt gemoppelt. Hält besser. Die Strecke wird noch vorbereitet. Das ist die Klasse. Bis 6200 Pfund Gewicht dürfen die Vehikel haben. Die Traktoren Allrad angetrieben. Mit dem Gewicht vorne, damit die Nase nicht hochgeht. Sonst nützt der Allradantrieb ja nichts. Der erste Fahrer ist Three Bears, gefahren von Robert Smith. Ja, knapp 17 Tonnen müssen hier gezogen werden. Und das Interessante ist, das Gewicht verlagert sich nach vorne, das Gewicht auf diesem Bremsschlitten. Und sehr nett ist übrigens der Teddybär da als Co-Pilot. Wir sehen hier deinen angesprochenen Schlitten, da geht's. Dieser Gewichtebehälter nach vorne und drückt natürlich damit auf die Hinterachse und da nützt dann auch der Allradantrieb nichts mehr. Irgendwann ist Feierabend. 209 Fuß und 9 Inches. Das also der erste Richtwert hier heute. Ich denke mal, damit kann er zufrieden sein. In der Zeitlupe sehen wir, er hat das richtige Gewicht vorne an der Nase gewählt, denn er ist nicht hochgegangen. Die Nase hat nicht abgehoben. Ja, ansonsten kann es passieren, dass die Hinterräder durchdrehen. Falls das zustande kommt, muss man sofort bremsen.
Man wird von den Offiziellen gestoppt oder, was natürlich auch passieren kann, aufgrund der Verlagerung des Gewichtes, dass der Motor abgewürgt wird. Meinst du, dass das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass die Nummern einfach ausgelost werden? Ja, es war auf jeden Fall in den letzten Jahren so, aber ich denke mal, das hat sich mittlerweile doch ein bisschen geändert. Und er ist auch nicht ganz so zufrieden mit seinem Lauf. Ich weiß nicht, ob man da nicht zufrieden sein kann. Mit der Distanz hat er auf jeden Fall schon mal eine akzeptable Weite vorgelegt. Also, es gibt immer wieder Fragen, was ist denn nun beim Tractor Pulling das Wichtigste? Wie ist das mit dem Gewicht? Also, man hat eigentlich drei Teile, die sich nach vorne bewegen, die das Gewicht dann verlagern. Und man muss da halt sehr, sehr aufpassen. Also, dieser Ballastbehälter ist ganz am Ende des Schlittens. Umso weiter man nach vorne kommt, bewegt sich der Ballastbehälter nach vorne. Dadurch gibt es eine Erhöhung des Zugwiderstandes. Aber das ist noch lange nicht alles, denn die Bremskufe geht nach unten. Und das erhöht natürlich auch noch einmal den Widerstand, die Reibung. Und das erschwert das Ganze. Und das kann halt dann dazu führen, dass der Schlepper entweder abgebremst wird oder dass der Motor abgewürgt wird. Die letzte Möglichkeit ist, die Triebräder drehen durch. Und hier ist der Saddler Champ. 207 Fuß und 9 Inch muss man schlagen. Steve Moe hat bis jetzt einen guten Start hingelegt. Er bleibt unten mit der Nase. Heißt also, er hat auf allen vier Reifen gute Traktion. Und das sieht verdammt gut aus. Schafft er einen Full Pull? Ich glaube, nein. 216 Fuß, 11 Inches, das reicht nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein hervorragender Lauf gewesen von ihm. Wir sehen es in der Zeitlupe. Langsam die Kraftübertragung in Gang gesetzt, ohne durchdrehende Reifen. Jetzt kommt die Beschleunigung und wir sehen den Bremsschlitten oben auf uns zukommen. Das heißt, dadurch wird das Gewicht verstärkt und der Schlepper vorne wird gebremst. Schließlich, wenn die Reifen nur noch durchdrehen, winkt der Offizielle sofort ab. Also das sieht nach einem sehr, sehr guten Lauf aus. Also es fühlte sich eigentlich auch ganz gut an. Ich komme mit der Strecke ganz gut zurecht, sagt Steve. Ja, 230 Fuß ist diese Strecke lang. Das sind umgerechnet ungefähr 70 Meter. Und hier haben wir Win, Lose or Draw. Also gewinnen, verlieren oder unentschieden. Jeff Schaefer ist der Fahrer. Er macht auf jeden Fall eine Menge Lärm. Ja, und wieder ein Chevrolet Pickup, Basti. Er zieht mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit an, aber das nützt ihm gar nichts, denn diese Geschwindigkeit kann er nicht halten. Also ich glaube, da ist der zweite Name, nämlich Loose, eigentlich besser. 201 Fuß, das war also ein sehr mittelmäßiger Lauf. Und eins ist mir aufgefallen, jetzt bei den letzten paar, Rennen kann man nicht direkt sagen, aber bei den letzten paar Pullings, alle fahren nach rechts. Also da muss irgendetwas sein, vielleicht ist die Strecke da besser. Es gibt ja auch dieses sogenannte Reading the Track, das heißt sich mit der Strecke vertraut machen. Und irgendetwas muss an der rechten Seite dieser Strecke sein. Hier der Sledgehammer. Man kann sich das Reading the Track ungefähr so vorstellen, wie, falls jemand schon mal Golf gesehen hat, die Golfer sich hinknien auf dem Grün und gucken, ob der Ball in einer geraden Linie oder schräg oder irgendwie seitwärts dann rollt. Und ähnlich machen es die Fahrer hier auch. Sie gehen vorher die Strecke ab, gucken sich ganz genau an, wo eventuell irgendwelche Löcher oder Hügel oder Gefälle sein können, um optimal das Auto abzustimmen und dann dementsprechend die optimale Weite herauszufahren. 199 Fuß und 9 Inches, knapp an der 200 Meter Marke, das war wieder nichts. Also ich bin mal gespannt, ob wir heute überhaupt einen Full Pull erleben. Die Offiziellen werden mit Sicherheit eine Menge Gewicht nachgelegt haben nach dem Qualifikationslauf, denn ein Fahrer wird immer ausgelost und der hat die Gnade, dann den Bremsschlitten einfach mal so zur Probe zu ziehen. Und dann sehen die Offiziellen, ist da genug Gewicht drauf oder müssen wir noch Gewicht drauflegen oder im besten Fall müssen wir Gewicht herunternehmen. So, hier ist Gone AWOL. Ja, die meisten dieser Vehikel haben mehr als 9,5 Liter Hubraum, also das ist schon gigantisch.
mehr als 9000 Kubikzentimeter. Wie gesagt, die Mountain Motors, das heißt über 600 amerikanische Cubic Inch, nein, über 500, wenn man 600 hat, dann hat man einen Mountain Motor. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen, guck dir das an, da fiebern sie richtig mit. Standing Ovation, die Leute springen von den Stühlen. Aber schade, das hat nicht sollen sein, 195 Fuß und 6 Inch. Ja, das Großmama Fermer und die Mutter Elizabeth natürlich ein bisschen enttäuscht. Klar, die Oma und die Mutter von Gene Fanny Jr. Große Fans vom Fahrer des A-Wards. Und im State Fairgrounds Coliseum herrscht eine wunderbare Stimmung. Indianapolis, Indiana, ja die Heimatstadt des Motorsports. Liebe Fans, ihr müsst euch nicht beunruhigen lassen. Es ist wirklich ausverkauftes Haus. Die leeren Ränge, die wir gerade gesehen haben, sind einfach nur leer, weil es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen gibt. Falls irgendeine Maschine aus irgendwelchen unglaublichen Gründen mal explodieren sollte oder irgendwas anderes passieren sollte, darf das nicht in der Nähe von Fans passieren. Also werden die unteren Ränge in der Nähe von Start- und Auslaufzone immer freigelassen. Heißt also nicht, dass da nicht genug Stimmung in der Halle ist. Sehr kritischer Blick. 213 Fuß und 1 Inch. Damit kann er zufrieden sein, denke ich mal. Damit ist er auf jeden Fall vorne mit dabei. Na gut, aber nach wie vor muss man die Distanz von 216,11 schlagen. Schau dir das an, wie er mitlenken muss. Vom Start an muss er gegenlenken und einschlagen, dass er auf der Spur in dieser Spurrille, die ja unweigerlich entsteht, ist, bleibt. Jedes Jahr kommt ihr Jungs aus Oklahoma hier.